warum wechselt heute ein Mitarbeiter seinen Job? In aller Regel sind es Gründe wie, dass Zusagen nicht eingehalten worden sind, dass Rahmenbedingungen sich verändert haben oder, und das ist der größte Part, dass die Kommunikation im Unternehmen nicht wertschätzend war. Das heißt, dass er ein Negativerlebnis hat, was bei diesem Mitarbeiter eine Weg von Motivation herbeigeführt hat. Und jetzt kamen eben in den letzten 2 Jahren noch Faktoren hinzu, die diesen Jobwechsel nochmal erschwert haben. Wenn wir davon ausgehen, dass bei jedem Menschen das Grundbedürfnis, was erfüllt sein muss, das Thema Sicherheit ist, dann hatten wir natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie eine Situation, wo ein Jobwechsel mit neuer Probezeit Sicherheit doch sehr stark reduzieren konnte. Dass beispielsweise das Thema Impfung gerade aktuell im Gesundheitswesen eher ein hemmender Grund ist, dass jemand seinen Job wechselt. Dass es einfach Themen gibt, wo jemand nicht direkt einschätzen kann, wenn ich jetzt in eine neue Stelle gehe, werde ich dann konfrontiert mit Themen wie Kurzarbeit beispielsweise oder einer schnellen Freisetzung wieder, weil sich einfach Rahmenbedingungen im Markt verändern, gerade wenn wir in den Bereich Gastronomie schauen. Und ich glaube, dass es hier ganz elementar wichtig ist, über eine Videobotschaft diese Fragen genau, klar und in vollkommener Klarheit und Wahrheit zu beantworten. Weil das schafft dann wieder auch eins, es schafft Sicherheit und es schafft die Möglichkeit, dass der Bewerber sich mit diesem Angebot benchmarken kann. Und wenn er sagen kann, okay, das passt für mich, dann wird er auch den nächsten Schritt gehen und mit Ihnen Kontakt aufnehmen.